Los, könnt ihr mich da hinten auch noch hören? Okay, vom Ton her bin ich gut, hervorragend. Und zwar geht es heute um diese Zertifizierungsgeschichte innerhalb von der Joomla-Community. Das heißt, wir sind hier vertreten, einerseits mit mir und andererseits mit der Stefanie. Und zwar sind wir in zwei verschiedenen Teams von diesem Certification-Programm. Und dieses Certification-Programm möchten wir euch heute einfach ein bisschen näher bringen. Ah, das ist super, dass du mir das machst. Okay, ein kleines bisschen was zu meiner Person. Und zwar, mein Name ist André Dreier. Der eine oder andere kennt mich vielleicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen ein Urgestein, was das Internet anbelangt. Das heißt, ich bin mittlerweile 20 Jahre beruflich im Internet tätig. 2005 bin ich mit Joomla in Berührung gekommen und erst eigentlich vor 3-4 Jahren habe ich mich ein bisschen intensiver mit dieser Joomla-Community befasst und bin in dieses internationale Community-Team eingestiegen. Und ich finde, es ist eine wahnsinnige Bereicherung für einen selber und es bringt eigentlich wirklich eine wahnsinnige Horizonterweiterung, einerseits beruflich und andererseits auch privat. Jetzt möchte ich gern, dass sich die Stefanie für sich vorstellt und übergebe ihr einfach kurz das Mikro. Ja, hallo. Ich bin erst seit einem Jahr überhaupt in dieser Community zuständig oder was heißt zuständig, überhaupt erstmal involviert. Ursächlich war der André mit seinem Vortrag letztes Jahr über die Zertifizierung der Einstieg für mich und ich mache in dem Examteam mit. Das heißt, wir sind die, die die Fragen stellen. Mein fast vollständiges Team ist da hinten an dem Tisch anwesend. Da bin ich ganz glücklich drüber, dass alle da sind. Ja, und das, was ich mit Joomla mache, habe ich in einem Vortrag eben schon erzählt. Also ich mache auch noch Übersetzungen eben von der Dokumentation. Aber hier geht es jetzt nur rein um die Zertifizierung. Genau. Übergeben wir? Ja. Macht nichts anderes helfen. Okay, und zwar das Idee bzw. das Ziel der Zertifizierung ist uns ein ganz, ganz wichtiges. Und zwar, es geht wirklich darum, dieses Joomla CMS Framework einfach viel, viel mehr Personen zu zeigen, was da damit möglich ist. Man sieht ja auch anhand von WordPress, wie die uns eigentlich überholt haben. Das liegt einerseits daran, wir haben irgendwo ein bisschen diesen Bekanntheitsgrad, ja, ich sage jetzt einfach mal verpasst. Das heißt, wir müssen einfach wieder dafür sorgen, uns interessanter aufzustellen, einfach mehr Personen ins Boot zu bringen. Und da sage ich einfach, diese Zertifizierung ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein dafür. Das heißt, mit dieser Zertifizierung haben wir eine Möglichkeit, hier die Marktposition einfach wieder nach oben zu bringen und einfach Joomla interessanter zu machen. Das heißt, diese Zertifizierungsprogramme, das zeigen uns auch andere Open-Source-Systeme, sind eigentlich schon etabliert. Typo 3 hat es uns vorgemacht, das heißt, die sind schon diesen Schritt gegangen, und zwar vor einigen Jahren, und haben diese Zertifizierung einfach ins Leben gerufen. Und wenn man sich da einfach mal betrachtet, die haben 2008 damit gestartet und sind mittlerweile in 175 Ländern mit ihrem Zertifizierungsprogramm vertreten, dann hat es einfach eine gewisse Aussagekraft. Und diese Aussagekraft möchte ich eigentlich nachher noch ein bisschen unterstreichen in weiteren Folien, aber dazu komme ich nachher und später. Ich würde jetzt gerne wieder das Stefanie übergeben und zwar... Aha. Genau. Dankeschön. Ja, Joomla wird es demnächst, oder die Zertifizierung für Joomla wird es demnächst erst einmal in englischer Sprache geben. Das liegt einfach daran, dass wir ein Modul überhaupt erst einmal aufbauen müssen, überhaupt erst einmal anfangen müssen und Englisch ist die naheliegendste Sprache, die wir uns vorstellen können. Das ist einfach der erste Ansatz, soll aber dann sukzessive nach und nach übersetzt werden in möglichst viele Sprachen. Deutsch, dadurch, dass wir jetzt da auch deutsche Mitglieder im Team haben und Niederländer, ist dementsprechend auch naheliegend, dass wir da wahrscheinlich weiter mitmachen. Selbstverständlich Französisch etc. ist auch geplant. Wie der Prozess da dann läuft, wird die Zeit zeigen. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zertifizierung ist auch die Preisgestaltung, weil in der ganzen Welt sind einfach verschiedene Preisniveaus vorhanden. Und dieses Preisniveau muss sich dann auch bei eben den Kosten für so eine Zertifizierung niederschlagen. Wir können jetzt nicht sagen, wir verlangen überall $100. Da wird dann
in einem Land, wo einfach die Armutsgrenze ganz woanders liegt, eine Riesenschwierigkeit existieren. Und dementsprechend haben wir uns im Moment orientiert an dem sogenannten Big Mac Index. Das ist ein ganz amüsantes, ich weiß nicht, kennt jemand den Big Mac Index? Ah ja, bin beeindruckt. Also der Big Mac Index ist für die, die es nicht kennen, die Übersicht, was ein Big Mac, tatsächlich der Big Mac von McDonald's, kostet in den jeweiligen Ländern. Und das gibt es eben weltüberspannend. Und anhand dieses Preises haben wir dann eben jetzt überlegt, wie die Zertifizierung dann finanziell in den Ländern gestaltet werden kann. Hast du das nicht? Nee. Gut. mit welcher Version soll es losgehen? Dafür muss erstmal geklärt werden, welche Versionen überhaupt oder wo die Zertifizierung ansetzt. Und wir haben ganz klar festgelegt, es wird an der Hauptversion festgelegt werden. Das heißt, die aktuelle Version von Joomla wird die erste Version werden, die zertifiziert werden kann. Da fließt dann die 3.4 mit ein und alles, was noch so kommen wird, wird dann eben auch mit in dieser Zertifizierung abgehandelt. Kommt ein neues Hauptrelease, ist es natürlich eine neue Zertifizierung, weil da wird es Features geben, die einfach vollständig geändert sind und wo man einfach nicht mehr auf dem gleichen aufsetzen kann. Und dementsprechend müssen die Fragen geändert werden, dementsprechend muss es da auch ein neues Zertifizierungstool geben oder beziehungsweise eine neue Zertifizierungsmöglichkeit geben. Ich, du? Dankeschön. Okay. Wenn ihr Fragen habt, wenn irgendjemand was sagen möchte. Ja. Was ist ein Joomla Major Release? Ist das 3.3, 3.4? Sind das Major Releases bei der Zertifizierung dann? Oder nein, die Hauptversion. Die 3, also wir hatten bis, hilf mir, Januar 2.5, also das wäre die 2er-Version. Die hätte eine eigene Zertifizierung gehabt. Und ab 3 ist jetzt dann eben aktuell. Und wenn die 4 dann irgendwann mal kommt, dann kriegt die ein neues eigenes Zertifizierungsprogramm. Danke. Es werden sicher auch deine 3.5er neue Features eingebaut, brauchen dann keine Zertifizierung oder kommen dann zusätzliche Fragen? In dem Moment, wo neue Features dazukommen, ist es so, dass die Fragen überarbeitet werden müssen. Das ist ein ständiger Prozess. Es ist nicht so, wenn die Fragen einmal erstellt worden sind, dass die für alle Ewigkeiten bleiben. Das ist nicht möglich. Also da haben wir auch jetzt, wir sind jetzt seit September, also so wie das Team jetzt existiert, ist es seit September aktiv. Und da hat sich das auch schon mal geändert. Da kam das Frontend-Editing dazu zum Beispiel. Und das sind einfach Sachen, die müssen dann mit einfließen. Das heißt, natürlich hat jemand, der in einem frühen Stadium einer Vollversion oder eines Hauptreleases dann die Prüfung macht, unter Umständen Features, die ihm dazukommen, nicht abgefragt bekommen. Aber ich denke, das kann man vernachlässigen, weil es sind einfach die Grundfragen, die da sind, die einen Menschen befähigen, als Administrator zertifiziert zu sein. Ich denke, das ist dann nochmal der zweite Punkt. Richtig, das haben wir gar nicht gesagt. Es wird losgehen mit dem Administrator-Examen und es sind noch zwei weitere geplant. Das ist das Entwickler-Examen, also Developer-Examen und das Content-Examen. Aber im Moment arbeiten wir am Administrator-Examen. Da vermische ich jetzt Deutsch-Englisch. Es wird nur erstmal die englischen Begriffe geben. Administrator-Examen, Developer-Examen, Content-Manager-Examen. So ist es geplant. Okay. Ja. Ich wiederhole das nur noch mal für die Aufzeichnung, weil das ist immer in den Aufzeichnungen ansonsten schwer zu hören. Es geht darum, also da hat die Claudia völlig recht, es geht darum, dass die
jetzigen Examen, die erstellt werden, dieses Administrator-Examen, ist für Menschen, die eine Seite administrieren, aber nicht unbedingt Zugang haben zum FTP, zu Datenbanken. Also das sind nicht die Themen, die in dem Moment damit abgefragt werden. Sowas würde dann ins Developer-Examen mit reingehen, wobei das Developer-Examen auch nicht für die Hardcoder ist, die dann wirklich also mit PHP oder sonst was arbeiten, sondern das ist tatsächlich dann die Geschichte, die rein Joomla-spezifisch bleibt. Okay, auf was ich jetzt sehr, sehr gern eingehen würde, und zwar, warum macht diese Zertifizierung eigentlich wirklich Sinn? Das heißt, ich sehe da einen sehr, sehr großen Sinn einerseits in der beruflichen wie auch in der persönlichen Weiterentwicklung. Wenn Sie sich einfach mal diese ILS-Zertifikate anschauen, es gibt so viele Weiterbildungsakademien heutzutage, wenn man es nur mal rein Deutschland betrachtet. Das heißt, man hat wirklich dadurch in meinen Augen einerseits bessere Chancen im Berufsleben Fuß zu fassen. Mir wäre es zum Beispiel persönlich auch lieber, ich habe eine eigene Agentur, ich bin immer auf der Suche nach Auszubildenden. Das heißt, wenn ein Auszubildender schon ein Zertifikat nachweisen könnte, er hat irgendwelche Grundlagen in dem Bereich, wonach wir suchen, ist es für mich halt irgendwo ein ganz, ganz wichtiges Entscheidungskriterium, so jemanden tatsächlich auszuwählen und auch einzustellen. Das heißt, das ist für mich eigentlich einer der wesentlichen Punkte überhaupt, ein Zertifikat irgendwo ins Leben zu rufen. Und das jetzt rein mal nur auf Arbeitnehmer Seite betrachtet. Ebenso sehe ich es halt auch sehr, sehr interessant. Es gibt diese Geschichte im Ausbildungsbereich, und zwar diesen Mediengestalter. Ich weiß nicht, ob jemand Leute ausbildet. Wer bildet von Ihnen Leute aus? Okay, und zwar, es gibt diesen Mediengestalter und ganz, ganz neu eingeführt worden ist einfach diese Wahlqualifikation Content-Erstellung. Das heißt, das gibt es erst ab diesem Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt keinen einzigen Ausbildungsberuf in Deutschland, der sich überhaupt dieser Thematik CMS annimmt. Das heißt, wir könnten hier mit einer Zertifizierung von Joomla wirklich irgendwo was erreichen und irgendwo Joomla viel, viel bekannter machen. Das heißt, wir haben hier einfach eine ganz, ganz großartige Chance, Joomla zu etablieren, einfach um das vielen, vielen Leuten näher zu bringen. Und ich denke, die sollte man wirklich nutzen und die sollte man auch wirklich jetzt angehen und sie umsetzen und mit dieser ersten quasi Stufe der Zertifizierung vom Administrator beginnen. Das sollte man einfach jetzt langsam in Schwung kommen. Um das geht es mal einfach. Die andere Geschichte ist einfach für Agenturen, Developer. Das heißt, wie wichtig ist es eigentlich bei größeren Aufträgen, zum Beispiel bei Ausschreibungen, die Leute, die Unternehmen wollen, irgendwo Qualifizierung sehen. Das heißt, die achten bei Agenturen oder Developer eventuell darauf, hat diese Person studiert, wie viele Leute sind in diesem Unternehmen, die irgendwelche Zertifizierungen oder auch Qualifizierungen nachweisen können. Das heißt aber nicht, dass die Zertifizierung was darüber aussagt, wie gut man ist, sondern ein Unternehmen muss ja erstmal irgendwo eine Einschätzung bekommen, ist diese Person überhaupt in der Lage, das umzusetzen mit dem, was ich mir vorstelle? Das heißt, hier ist auch die Zertifizierung in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es steigert wirklich die Vertrauenswürdigkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal in meinen Augen. Und deswegen sehe ich das auch bei Agenturen ganz, ganz wichtig. Kannst du gern weitermachen? Eine ganz, ganz tolle Geschichte, oder was heißt tolle Geschichte? Nee, man muss es so betrachten, wir sind jetzt zwar hier in Deutschland, sprechen über diese Zertifizierung, aber man muss diese Zertifizierung wirklich international betrachten. Das heißt, wir haben in Frankreich zum Beispiel Folgendes vorliegen. In Frankreich werden alle Weiterbildungsmaßnahmen, oder sagen wir 80% der Weiterbildungsmaßnahmen, einfach vom Staat aus gefördert, bezuschusst. Das heißt, diese ganzen Trainingspartner innerhalb von Frankreich, um an so eine Bezuschussung zu kommen, müssen sich quasi registrieren beim Staat. Und jetzt ab 2014 gibt es in Frankreich eine Neuerung. Das heißt, nur Kurse, die mit einem Zertifikat abschließen, bekommen überhaupt eine Bezuschussung vom Staat. Das heißt, die Franzosen haben momentan keine Möglichkeit, irgendwo Joomla-Kurse anzubieten, weil wir kein Zertifikat haben in der Joomla-Community. Das heißt, es ist wirklich, und das ist jetzt nur mal auf Frankreich betrachtet, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern oder anderen
Kontinenten aussieht, ob die ähnlich aufgestellt sind. Das heißt, wir dürfen es nicht immer nur auf Deutschland beziehen, sondern wir müssen es wirklich international betrachten. Und ich sehe da eine wirklich große Notwendigkeit von dieser Zertifizierung. Warum? Halt, gehst du nochmal ein? Okay, sorry. Es ist immer nur personenbezogen, wie es eigentlich fast überall bei einer Zertifizierung ist. Also mir ist jetzt gerade keine bekannte Zertifizierung, sei es von Microsoft, SAP oder wie sie alle heißen, dass die firmenbezogen ist. Sie ist immer... Bitte? ISO 9000. Okay, gut, danke. ISO 9000 mag es anders sein. Nee, es ist immer personenbezogen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, genau, das kommt in den anschließenden Folien. Es ist ein Batch vorbereitet, wo man quasi wirklich so ein Batch auf die Webseite draufstellen kann und es wird dann aber auch in einem öffentlichen Portal einsehbar sein, dass quasi diese Person auch tatsächlich eine Zertifizierung nachweisen kann, weil sonst ist es ein reines Blatt Papier, das man sich ausdrucken könnte und irgendwas halt draufschreibt. Ja? Wird es kontrolliert oder kann sich da irgendjemand dann einen Screenshot machen und einfach... Nee, da kommen wir im Anschluss drauf zu sprechen. Das haben wir auf jeden Fall. Ja, bitte? Wie ist denn so der Grundgedanke letztendlich, was dann zum Kundenauftrag im Endeffekt führt? Also ich sage, ich habe jetzt ein Zertifikat, ich habe irgendwann mal nachgewiesen, ich kann das bedienen. Mhm. So, aber wenn ich meinen Führerschein mache, habe ich auch ein Zertifikat, dass ich Auto fahren kann, ja oder nein? So, und da ist es letztendlich so, das Ganze lebt ja letztendlich von der Erfahrung, mit, wenn ich irgendwas irgendwo hinklebe und sage, ich habe meine Prüfung gemacht. Okay, wenn ich heute in ein Auto steige, steige ich zu einem Mann, der gerade seinen Führerschein gemacht hat und der schon 10 Jahre fährt. Richtig. Wir haben beide die gleiche Zertifizierung. Richtig, genau. Ja, das ist so ein bisschen das Hindernis, was ich bei der Geschichte einfach sehe. Okay, ein gutes... Man geht mit der ganzen Sache im Endeffekt. Irgendwann hört doch die Zertifizierung auf. Die Zertifizierung hört hier zwar nicht auf, sondern sie ist ja wirklich nur für eine Major-Version gültig. Das heißt, inwieweit man jetzt zum Beispiel, ich sag's mal ganz krass, inwieweit Sie ein Studium gemacht haben, das Studium mit einer 1.0 abgeschlossen haben, sagt noch lang nichts über Sie als Person aus, welche Befähigung Sie haben, nachher irgendein Problem zu lösen. Aber es sagt das darüber aus, dass Sie quasi die Grundlagen erlangt haben, um dieses Studium abgeschlossen zu haben. Mehr sagt ein Zertifikat auch nicht aus. Das sagt nichts über eine Qualifizierung oder eine Erfahrung aus. Ja, das soll es doch in dem Moment darstellen, letztendlich die Qualifizierung. Ich kann was. Das ja klar, ist es, wenn klar, ich eine Microsoft-Prüfung ablege, ja. Weiß einer, der hat das und das ja, gemacht, richtig. Das und das kann er. Ja genau, aber das ist ja unser Zertifikat, was wir haben. Es gibt gewisse Richtlinien, die wir quasi in dieses Zertifikat eingearbeitet haben. Das wird in diesem Examen abgefragt und diese Grundlagen sind dann an diese Person vermittelt worden. Wenn er die zu einem gewissen Prozentsatz abgeschlossen hat, hat er die in diesem Moment quasi ja, absolviert. Mehr sagt aber eigentlich gar kein Zertifikat oder kein Kurs aus. Mehr kann es nicht aussagen. Mehr kannst du was aber auch nicht leisten. Naja, aber wie gesagt, das ist die Frage, gut oder schlecht. Ich habe das irgendwann mal abgelegt, ich habe eine Befähigung, aber trotzdem ist ja sehr viel okay. Okay, kommen wir mal andersrum. Und zwar, wenn jetzt ein Personaler eine Entscheidung treffen muss bei einer Einstellung, ich betrachte es mal von der aus Sichtweise, oder wollen Sie es als Agentursichtweise betrachtet haben? Wie ist es Ihnen lieber? Nee, das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Wenn ich als Personaler eine Entscheidung treffen muss und ich habe zig Bewerbungen vor mir liegen, dann werde ich erstmal die aussortieren, die eventuell keine Befähigung oder keine Zertifikate haben, wo ich weiß, die haben vielleicht diese Grundlagen. Ich weiß, ich sortiere sie damit aus, der vielleicht viel, viel mehr Fachwissen hat,
aber sprechen Sie jeden Personaler an. Er geht wirklich nach diesen einzelnen Zertifikaten und Qualifizierungen, die Sie nachweisen können. Das ist die erste Aussortierung. Sie werden es von fast keinem anderen Personaler irgendwie anders erfahren. Auch bei diesen Unternehmen wird es nicht anders sein. Die werden sich das Unternehmen anschauen, die werden schauen, was das Unternehmen gemacht hat, was für Leute da drin sind. Und wenn denn Zertifizierungen irgendwo auf dieser Seite nachvollziehbar sind, werden die sich vielleicht eher für dieses Unternehmen entscheiden, die eine Zertifizierung hat. Ja? Das ist eher der Punkt, nice to have dann nach hinten raus, letztendlich, ja? Nein, würde ich so nicht sehen. Also würde ich, das würde dem Ganzen eigentlich einen falschen Touch geben. Das möchte ich einfach so nicht stehen lassen. Die Zertifizierung macht Sinn für das Gesamtprojekt, weil sie einfach eine ganz andere Bekanntheit, einen ganz anderen Wertigkeitscharakter bekommt. Und sie macht auch für die Einzelperson Sinn. Der Führerschein ist genau das Ding. Sie sehen, bei der Bewerbung hat Führerschein Klasse, ich weiß im Moment nicht, wie sie heißen, drei war früher. Warum sage ich, ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber das ist genau der Punkt, hat Führerschein. So, das ist der Einstieg. Und dann muss ich immer gucken, wie die Leute nun beieinander sind und wie sie drauf sind. Und wie wollen sie in einer Zertifizierung, die gewisse Standards festlegt und die auch gewisse Standards abprüft, und die auch in die Tiefe geht. Ich kenne die Fragen. Also von daher, wie wollen Sie da jetzt noch zusätzlich irgendwie reinbringen? Okay, er kann zwar jetzt da die Routinen irgendwo alle benennen, er weiß, wie man damit umgeht. Die Berufserfahrung werden Sie nie in einem Zertifikat abpressen können. Das geht nicht. Nein, das ist das, was der Personaler wieder liest. Unabhängig von dem Zertifikat. Ich mache das seit so und so vielen Jahren. Gibt ja eine gewisse Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wenn ich reinschreibe, ich mache Joomla seit und könnte das sogar tatsächlich für mich behaupten, 2009. Was heißt das? Habe ich mal einen Content eingepflegt? Habe ich mal irgendwo unten im Chor rumgepfuscht? Was habe ich gemacht? Das weiß auch keiner. Also ich denke, da ist der Personaler doch durchaus bitte gefragt, dass er dann auch hinterher nochmal intensiver nachfragt. Und die Zertifizierung hat, das kriegen wir auch gleich noch, hat eine Grundlage, hat einen Bogen, den sie spannt. Und ich denke schon, dass da abgeprüft ist, ob der Mensch tatsächlich Joomla schon mal gesehen hat oder nicht. Also es ist nicht der Zettel, den man sich kauft. Okay? Okay. Und zwar, warum macht es die Zertifizierung aber auch ganz, ganz großen Sinn für das Projekt Joomla? Und zwar, ich behaupte, es macht sehr großen Sinn darin, und zwar die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit wächst dadurch ganz enorm, weil es wirklich irgendwo Grundlagen sind, die man durch eine Zertifizierung nachweisen kann. Und ich behaupte jetzt gerade mal bezogen auf Deutschland, hat es einen riesengroßen Stellenwert. Und nicht nur bezogen auf Deutschland, ich behaupte sogar bezogen auf ganz Europa. Von den anderen Kontinenten kann ich mir nicht so ein richtiges Bild machen, das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Was aber auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, dieses Zertifikat bringt uns Einnahmen im Joomla-Projekt. Das heißt, diese Einnahmen kann man sinnvoll investieren. Und ich sage sinnvoll investieren in die Art, dass man Codesprints zum Beispiel organisiert, dass einfach dieses CMS, dieses Framework weiterentwickelt werden kann. Das heißt, wenn man das betrachtet, was uns so eine Zertifizierung eigentlich bringen kann, das heißt, sie können echt wirklich viele Developer zusammenbringen, um dieses Framework weiterzuentwickeln. Das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Faktor an dieser ganzen Geschichte. Und langfristig ist es eigentlich so, dass durch so eine Zertifizierung man eigentlich viel, viel mehr Freiwillige anlockt, an diesem Projekt mitzuwirken. Und das sollte doch eigentlich das Ziel von so einer Open-Source-Gemeinschaft sein. So sehe ich es zumindest, oder so betrachte ich das. Sie dürfen klatschen. Jetzt, wie sieht eigentlich so ein Ablauf von einer Zertifizierung aus? Das heißt, ich gehe erstmal auf die oberen Geschichten ein. Und zwar, es soll folgendermaßen sein, es gibt sogenannte Trainingspartner und es gibt diese JUX und öffentliche
Joomla-Veranstaltung. Nur in diesem Rahmen sollen quasi solche Zertifizierungen stattfinden können. Es wird niemals eine Online-Plattform geben oder ähnliches, wo man sich einloggt und darüber so eine Zertifizierung ablegen kann, weil das einfach nicht unseren Qualitätsrichtlinien entspricht. Das heißt, zu diesem Zertifizierungsablauf möchte ich gerade wieder die Stefanie bitten, ein bisschen mehr dazu zu sagen. Das heißt, wie das ist das Examen an sich. Genau. Soweit das bis jetzt feststeht und soweit wir uns Gedanken um diese Fragen gemacht haben, wird es eine Anzahl von Fragen natürlich in einer gewissen Zeit geben, die zu beantworten sind. Diese Fragen sind nicht nur Multiple-Choice-Fragen, also wir haben keine offenen Fragen, so dass man Texte jetzt auflisten müsste, aber es gibt eben Fragen, die mit einem Bild hinterlegt sind, wo man dann zu dem Bild irgendeine Antwort geben muss. Das kann dann um Einstellungen im Backend gehen, was dann dabei rauskommt am Frontend. Es gibt Fragen, die sind mit einer korrekten Antwort oder mit mehreren korrekten Antworten hinterlegt. Und ja, also es ist viel Variation in diesen Fragen eben drin. Die Auswertung erfolgt direkt nach dem Test, das heißt online, jetzt nicht irgendwo öffentlich online, sondern eben im Rahmen einer Veranstaltung. Und die Zertifizierten oder die Prüflinge, wenn man sie so nennen will, haben direkt anschließend dann auch ein Ergebnis vorliegen. Erhalten, wenn sie bestanden haben, eben ein Badge, eine Auszeichnung, ein Zertifikat. Und wenn sie nicht bestanden haben, auch das kann vorkommen, das wird vorkommen, gibt es die Möglichkeit, dann aber nochmal zu wiederholen. Also diese Wiederholungszyklen werden zeitlich, wenn ich das, also das ist noch nicht zu 1000% festgelegt. Ich schaue darüber, weil da sitzt der Teamleader fürs Exam-Team. Die Zyklen zwischen Prüfungen sind erstmal sehr schmal, weil es kann immer mal jemand durchfallen, dann darf er auch gerne noch mal anfangen und dann werden die aber sukzessive auch ein bisschen aufgeweitet, dass nicht einer jetzt innerhalb von 2 Stunden 3-mal ein Examen macht, weil dann wird es irgendwann mal lächerlich. Ja, und die Auszeichnungen, die Zertifikate werden dann letztendlich in einem Portal öffentlich auch dargestellt, das heißt der Name mit Zertifikat für die Version XY bestanden wird veröffentlicht auf joomla.org, wenn ich es richtig weiß. Es wird ein extra Portal geben. Ja, das schon, aber es ist aufgehängt unter der Hauptseite von Joomla. Das ist richtig. Wenn ich kurz einhaken darf, also ist das praktisch dann die Kontrollinstanz? Nicht, dass irgendjemand sich das Badge auf die Internetseite klemmt und sagt, so, ich habe das gemacht und bin zertifiziert. Richtig. Und dann kann jeder nochmal kontrollieren, eben halt auf der Website, hat er das tatsächlich alles. Richtig. So ist es angedacht. Der doppelte Boden. Da bist du wieder oder mach ich? Na, eigentlich bist du das. Das ist dein Ding. Es war ein bisschen mal, um auf dieses Certification-Team zu sprechen zu kommen. Das heißt, es ist mittlerweile ein Team von circa... Oh, ja, klar. Kein Problem, gern. Ich würde wundern, warum ihr da, oder was die Hintergründe sind, dass man quasi sich nur an einem Event zertifizieren kann. Nee, das ist falsch. Und zwar, es soll Trainingspartner geben in jedem Land und es gibt auf jeden Fall diese öffentlichen Joomla-Veranstaltungen, aber auch eine JUK soll die Möglichkeit bekommen, so eine Zertifizierung abhalten zu können. Das war mein Fehler, da habe ich eben, ich bin bei dem Satz auch gestolpert, es war mein Fehler. Also es ist so, diese Learning-Partner können Joomla-unabhängige Firmen auch sein, die sich qualifiziert haben in einem Prozess und die dann in der Lage sind, die berechtigt sind, für Joomla quasi diese Prüfungen abzunehmen. Aber es wird immer ein geschlossener Rahmen sein, das war das, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, es wird immer ein geschlossener, gesicherter Rahmen sein. Läuft man da nicht Gefahr, dass man quasi Leute aussperrt? Wo soll man die aussperren, in welcher Art und Weise? Zertifizieren zu können, weil es nicht online gibt. So meine ich nicht.
Da haben wir ganz, ganz lang drüber diskutiert. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und zwar sind wir halt der Meinung, diese Online-Zertifizierung hat für mich eigentlich keine Nachhaltigkeit. Woher sollen wir wissen, welche Person das tatsächlich nachher ausgeübt hat? Das heißt, wir haben hier wirklich keinen Kontrollorgan, um das wirklich eindeutig sagen zu können. Aber es sollte fast in jedem Land, und da haben wir wirklich in diesem Team, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, 40 Leute sind mittlerweile in diesem kompletten Certification-Team integriert. Wir haben da wirklich weltweit aus den unterschiedlichsten Nationen und unterschiedlichsten Ländern eigentlich Leute drin, die uns genau auf diese Problematik angesprochen haben. Und zwar deswegen möchten wir diese CHUK, diese User Groups da einfach mit ins Boot nehmen und einfach in diesen Ländern versuchen, mehr User Groups einfach ins Leben zu rufen, dass die einfach die Möglichkeit haben, nicht unbedingt an so ein Event zu gehen, sondern bei so einer Joomla User Group so eine Zertifizierung ablegen zu können. Und das ist eigentlich auch die große Herausforderung von dieser Zertifizierung. Wir möchten das gerne weltweit ausrollen. Wir wissen aber, dass es wahrscheinlich in jedem Land einfach am Anfang nicht funktionieren wird, weil wir solche Problematiken haben. Aber das heißt, wir müssen halt auch mal starten. Und deswegen starten wir jetzt einfach mit dem, was wir momentan haben und versuchen da uns immer weitere Gedanken zu machen, wie wir das auch ausbauen können, wie wir diesen Leuten einfach auch eine Möglichkeit geben können, so eine Zertifizierung ablegen zu können. Aber ich verstehe es vollkommen, ja. Das heißt, um jetzt mal auf dieses Certification-Team zurückzukommen, wie das eigentlich aufgebaut ist. Das heißt, ich habe das versucht, hier in einem Schaubild ein bisschen darzustellen. Wir haben momentan 4 verschiedene Teams. Das heißt, es ist einerseits dieses Examenteam, das heute fast vollständig hier vertreten ist. Das heißt, das ist der Arjen, wenn du gerade mal deine Hand heben könntest. Das ist der Teamleader einfach vom Examensteam. Möchtest du das andere erst? Nee, ich wollte es einfach nur schön den Überblick geben. Das heißt, das ist ein Teil von diesem Certification-Team. Anderes Teil ist dieses Extension-Team, das quasi die Entwicklung übernimmt beziehungsweise für dieses Portal zuständig ist, das später ins Leben gerufen wird, um so eine Zertifizierung ablegen zu können. Das heißt, ebenso braucht man natürlich ein Marketing-Team und ein Team, das nennt sich Operations-Team, das quasi alle Prozesse irgendwo zusammenführt. Das heißt, in jedem Land oder auch in jeder größeren, ja, sag ich mal, innerhalb von, dieser Regional Coordinator, darüber haben wir uns länger Gedanken gemacht, ob wir hier eventuell 1 oder 2 Stufen einführen sollen. Wir haben uns aber jetzt festgelegt, es reicht eigentlich eine Stufe, weil wir einfach das noch nicht abschätzen können, dass hier einer quasi für eine Region oder auch für ein Land einfach die Zuständigkeit übernimmt, der denn dafür sorgt, sogenannte Learning Partners oder auch die Akademien oder die CHUKs zu betreuen und denen quasi Hilfestellungen zu geben, alles was mit diesem Examen zu tun hat. Um jetzt diese einzelnen Gruppen ein kleines bisschen vorzustellen, was die eigentlich tun und machen, würde ich gerade wieder gerne an die Stefanie übergeben. Okay, das hatte ich gedacht, das hast du schon nämlich ganz angenehm gemacht. Arjen sitzt immer noch da, ist Teamleader vom Examteam. Im Moment besteht unser Team aus Deutschen, Niederländern und Menschen aus Großbritannien. Insofern ist das fast wie die perfekte Fußballmannschaft. Es fiel mir dazu so ein. Wir haben im Vorfeld Themen erarbeitet, die überhaupt zur Verfügung stehen sollen. Also nennen sich bei uns jetzt Tasks. Und diese Tasks sind eben in die verschiedenen Felder von Joomla aufgeteilt, dann wieder runtergebrochen in Unterkategorien und dazu werden dann Fragen gestellt. Sprich, wir haben erstmal das komplette den kompletten Reigen an Themen überhaupt erstmal zusammengestellt und gehen dann in die Tiefe. Und dann natürlich, wenn die Fragen einmal erstellt sind, heißt das noch lange nicht, dass wir fertig sind, sondern dann müssen diese Fragen eben immer wieder überarbeitet werden mit jeder neuen Version und es muss auch dann irgendwann die Übersetzung stattfinden. Das ist unsere Aufgabe. Der letzte Punkt ist auch noch ganz, ganz wichtig. Wir überarbeiten anhand von Statistiken, die sich dann aus den abgelegten Prüfungen ergeben, letztendlich dann auch die Wertigkeit von Fragen, sodass wir da eben auf einem Niveau bleiben, was
eine Wertigkeit auch spiegelt, dass da nicht nur leichte Fragen da sind und jeder das mit der linken Handbewegung irgendwie mal abarbeitet, sondern das muss ja auch eben eine Qualität haben. Und das ist der Prozess, der, wenn es dann im Feld ist, dann eben auch noch mit bei uns liegt. Das zweite Team, da ist der Robert Wilson aus Amerika, der Teamleader. Die sind verantwortlich fürs Marketing und sind im Moment dabei, die Seite certification.joomla.org aufzubauen. Die ist im Moment noch nicht sichtbar, wird aber hoffentlich in den nächsten Wochen online gehen. Ist dafür zuständig, die Grafiken für eben diese Zertifikate jetzt aufzulegen, Texte zu machen, Presse zu machen und wenn dann die Zertifizierung im Feld ist, dann auch dafür zu sorgen, dass eben die Bekanntheit steigt, dass jeder weiß, dass diese Zertifizierung existiert und dass die Leute möglichst angesprochen werden, um das ja auch abzulegen. Ein drittes Team, das ist das Extension Team, das sind die Techniker im Haus. Es wurde lange, lange diskutiert, dass wir eine eigene Plattform innerhalb von Joomla für eben die Zertifizierung bekommen. Und das Extension Team sollte nach Möglichkeit aus möglichst vielen Developern, also Entwicklern bestehen, die dann eben diese Extension aufbauen. Im Moment sind wir aufgrund der Kürze der Zeit bis zum Release noch ein bisschen knapp und es wird wahrscheinlich ein Third-Party-Tool geben, aber im Großen und Ganzen ist geplant noch immer die Entwicklung einer eigenen Plattform, um die Zertifizierung im Haus zu haben, um auch die Sicherheit zu haben. Es sind Daten dahinter etc., also sollte das bei Joomla weiterliegen. Da möchte ich auch gleich einen öffentlichen Aufruf starten, wirklich an alle Entwickler. Wer da wirklich Interesse hat, daran mitzuwirken, kann sich gern wirklich im Nachhinein bei mir oder bei der Stefanie oder auch gern beim Arjen melden, dass er da einfach mitwirken möchte. Da sind wir wirklich sehr, sehr offen und würden uns freuen, wenn hier welche dazukommen. Das Certification Operations Team, in dem ich tätig bin, wird quasi geführt vom Patrick, der ist aus Berlin, der ist momentan in Italien, der kann leider heute nicht mit dabei sein. Was wir eigentlich machen, ist so diese Steuerung von diesem Gesamten. Das heißt, wir sind eigentlich dafür zuständig, zu überlegen, was ist eigentlich alles notwendig, um dieses System quasi ins Laufen zu bringen. Das heißt, wir sind eigentlich mit Abstand wahrscheinlich das größte Team und haben uns mit Sicherheit die meiste Arbeit ans Bein gebunden. Das heißt, wir sind nachher auch diejenigen, die quasi diese Koordinatoren, die innerhalb von Ländern eingesetzt sind, einfach zu betreuen und auch diese Learning-Partner nachher zu unterstützen mit irgendwelchen Fragen, Unterlagen. Wir sind da, wir haben ein eigenes Ticketsystem, wo wir uns gerade entscheiden, welches wir nehmen, um einfach diese Fragen und die Koordination quasi nachher zu übernehmen und es einfach am Laufen zu halten. Dazu sind wir da. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte, ich rede immer von sogenannten Learning-Partnern. Das heißt, im ersten Schritt haben wir natürlich noch keine Chance, sogenannte Trainingspartner zu finden, die eine eigene Joomla-Zertifizierung nachweisen können. Das ist aber eigentlich das, was wir gerne im nächsten Schritt machen möchten. Das heißt, am Anfang werden wir nach Trainingspartnern Ausschau halten, die einfach, ja, nachweisen können, dass sie halt schon Joomla-Kurse abgeliefert haben, aber keiner hat ein eigenes Trainerzertifikat oder ähnliches. Das heißt, wir möchten die Qualität einfach nach und nach oben schrauben und möchten eigentlich diesen Begriff Joomla Learning Partner wirklich nachher später nur diesen Partnern zur Verfügung stellen, die eigene Trainer haben, die diese Zertifizierung abgelegt haben. Das heißt, wir möchten wirklich diese Qualität auch nach außen zeigen, dass es hier klare Unterschiede gibt. Das heißt, ich habe vorhin von diesem Regional Coordinator gesprochen. Ihm seine Aufgabe wird später sein, einfach diese gesamten Partner, diese akademischen Partner und auch die JUX zu betreuen und zwar denen einfach diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen und für alle Fragen da zu sein. Und da das natürlich bei einem Start wahnsinnig viel Aufwand bedeutet, wird das Operations-Team hier wirklich sehr, sehr viel unterstützend mit eingreifen am Anfang. Wir hoffen einfach, dass sich das über eine gewisse Zeit einpendelt und man darf eins nicht vergessen, wir machen das wirklich alle ehrenamtlich. Hier wird kein Cent an irgendeine Person oder so verteilt oder vergeben. Und deswegen ist es für uns halt ganz, ganz wichtig, dass diese Zertifizierung jetzt langsam, aber sicher hier einen Start hinlegt. Das heißt,
bei diesen Learning Partnern, das ist der nächste Punkt, geht es eigentlich darum, der erste Schritt soll wirklich nur sein, Trainingszentren zu finden, die quasi schon Joomla-Kurse angeboten haben. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Weise starten, um hier irgendwo Fuß zu fassen. Ich habe schon vorhin gesagt, der nächste Schritt ist einfach diese Zertifizierung. Das heißt, das ist das, was wir als nächstes angehen möchten, aber dazu muss die Zertifizierung erstmal starten und etabliert sein. Die Aufgaben von diesen Learning-Partnern soll wirklich sein, sie haben die Möglichkeit, so einen Vorbereitungskurs anzubieten und dadurch natürlich eigenes Geld zu verdienen. Und sind dann aber quasi in der Lage, diese Durchführung der Zertifizierung auch ausführen zu können. Das heißt, daran, an diesem Training verdienen die Geld und dadurch denken wir eigentlich oder sind uns eigentlich 100% sicher, sehr, sehr viele für uns begeistern zu können. Ebenso ist denen ihre Aufgabe auch klar, die Authentifizierung von diesen Teilnehmern. Der Prozess soll wirklich so vonstatten gehen, ein Teilnehmer kommt zu so einem Trainingpartner, belegt einen Kurs oder meldet sich direkt zur Zertifizierung an. Dieser Trainingspartner muss quasi die Personalien von diesem Teilnehmer aufnehmen, in einem Portal eintragen und dann erst kommt es zu diesem Zertifizierungsprozess. Das ist eigentlich die Aufgabe nachher von diesem Learning-Partner. Und jetzt? Wann soll es eigentlich losgehen? Das heißt, wir haben uns das Ziel gesetzt und wir hoffen dringend, dass wir das auch tatsächlich realisieren können. Das heißt, es soll eigentlich zum World Congress in Indien vorgestellt werden. World Conference. Joomla World Conference. Okay, gut, danke. Nennen wir es so. Das heißt, wir haben hier ein bisschen was zusammengestellt. Das gebe ich dir nochmal. Ja, das ist jetzt wieder das, wo findet man uns, beziehungsweise wo kann man sich über die Zertifizierung schlau machen. Da sind im Moment noch nicht so viele Einträge da, aber da hoffen wir, dass wir da ganz schnell aufbauen. Da fehlt sogar noch der eine Link. Das ist einmal die Facebook-Seite der Zertifizierung, dann ist es volunteers.joomla.org. Da gehört jetzt eigentlich noch dazu certification.joomla.org, was in Kürze hoffentlich auch aufgelegt wird. Und dann natürlich haben wir einen eigenen Bereich im weltweiten Forum, forum.joomla.org, eben auch aufgebaut, dass wenn Fragen existieren, die natürlich dann weltweit irgendwo gestellt werden, dass die auch einen Anlaufpunkt haben. Gibt es noch Fragen? Wir sind präsent. Wir können auch gerne zwischendurch dann nochmal sprechen, weil wir sind heute und morgen auch den ganzen Tag da. Und ansonsten sind wir per Mail, also ich glaube in der Zwischenzeit mit allen Social Media. Dank Joomla kann ich jetzt alles Social Media. Okay. Sind noch welche Fragen? Okay, ja, gerne. Und zwar diese Learning-Partner. Ja. Müssen die alles beherrschen oder reicht es auch, wenn die sagen, ich möchte mich nur für diesen Bereich Zertifizierung Administrator spezialisieren? Diese Learning-Partner haben ja die Möglichkeit, einfach einen eigenen Vorbereitungskurs anzubieten. Das heißt, dann legen wir denen natürlich nicht irgendwo einen Stein in den Weg, irgendwas nicht bedienen zu können. Das heißt, es geht ja darum, wenn ein Teilnehmer versucht, eine Zertifizierung abzulegen, hat er einfach immer zwei Möglichkeiten. Er kann direkt eine Zertifizierung machen oder er kann sich einen Learning-Partner aussuchen, wo er einen Vorbereitungskurs quasi machen möchte. Das heißt, dieser Learning-Partner hat dann aber nachher selber die Möglichkeit zu entscheiden, ich möchte zum Beispiel nur diese Administratoren-Prüfungsvorbereitung einfach anbieten. Das überlassen wir wirklich jedem Learning-Partner selber. Da war noch eine Frage. Ich sage, die Jux sollen ja auch diese Zertifizierung abnehmen oder wohl auch vorbereiten. Wie ist da die Zusammenarbeit geplant? Gibt es eine Vorstellung oder eine Plattform oder sowas?
Wir sind in den Vorbereitungen, wir können aber nicht hundertprozentig sagen, wie dieser Ablauf nachher stattfinden soll, aber vom Prinzip wird eine JUK gleich behandelt, quasi wie ein Learning Partner. Das heißt, die JUK wird ja organisiert meistens von 1, 2, 3 Leuten. Das heißt, die setzen sich dann mit diesem Regional Coordinator zusammen, erhalten dort alle Informationen, sodass sie auch wirklich diese Teilnehmer nachher authentifizieren können. Und es muss auch nachher bei dieser Prüfung immer eine Person vorhanden sein, die diesen Prüfungsprozess überwacht. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für uns. Ja? Reicht es, dass nur eine Person dabei ist? Und kann ich dir sagen, ich bin ein guter Kunde von mir? Eine Mogelei ist in der Form eigentlich klar. Wenn man es manipulieren will, kriegt man es natürlich manipuliert. Aber die Geschichte ist natürlich, ja, ein Stempel kann man in der Form ja nicht ablegen, sondern oder draufsetzen, sondern man könnte jetzt einfach zum Beispiel, ja, richtig, man könnte jetzt zum Beispiel einfach eine falsche Authentifizierung oben eingeben. Man hat einfach einen Profi, der die Fragen kurz runterklickt, weil er eh alles aus dem FF kennt und dann hätte eine Person XY halt dieses Zertifikat. Es wäre natürlich manipulierbar. Leichter zu kontrollieren, wenn zwei aus dieser Learning-Dienst dabei sind, die das Fragen abnehmen, oder? Die Geschichte ist halt in der JUK, wenn man es jetzt gerade mal auf die JUK betrachtet, oder? Das war ja die Frage. Wir können nicht verlangen von einem Learning-Partner, der sein Geld damit verdient, bei einer JUK quasi mit reinzugehen, wo er vom Prinzip her kein Geld dafür hat, weil einer nur eine Zertifizierung ablegen möchte. Da müssen wir einfach irgendwo unseren JUKs so viel Vertrauen schenken, dass die das einfach gewissenhaft abhandeln. Das heißt, wenn uns da natürlich was zu Ohren kommt, dass es hier schief geht, müssen wir wahrscheinlich auch Schritte vornehmen, um einfach sagen zu können, stopp. Oder wie siehst du das? Doch, das sehe ich genauso. Ich wollte nur an der Stelle, es ist noch eine Frage, nur an der Stelle sagen, wir sind schon über die Zeit und es ist das Mittagessen, was vor der Tür steht. Jetzt weiß ich nicht, ob das im Rahmen von allen ist, die dann uns noch freundlich gesinnt sind. Insofern würde ich einfach jetzt sagen, wir bedanken uns sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Die Frage stellen wir dann oder machen wir im Nachgang. Ja? Ist keine kurze Frage, machen wir dann im Nachgang. Genau. Und ich möchte nicht vergessen, die Marianne Mehlis, die extra jour noch nach Hamburg gekommen ist, zu erwähnen. Das ist nämlich die vierte vom Team. Ich habe die Claudia erwähnt, ich habe den Arian erwähnt, aber ich habe die Marianne nicht erwähnt. Schön, dass du da bist. Danke, viel Spaß beim Mittagessen. Dank.